Ja, hallo, willkommen, mein Name ist DanieroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir gegen... Wir haben erstmal Alicia, ja, wir wissen jetzt, dass sie Alicia heißt, verabschiedet. Sie hat sich auf den Weg gemacht. Wir haben gegen diesen komischen Fuchs-Helion-Typen gekämpft. Und wir haben uns vom Dorf mehr oder weniger verabschiedet oder sind rausgeschlichen, um Alicia zu retten vor diesem Fuchstypen, weil der anscheinend hat's auf sie abgesehen. Und ja. Dann haben wir noch das Intro gesehen, was auch sehr cool war, was ich aber nicht musiktechnisch zeigen kann. Also ja. Mal gucken, wie das läuft. Okay, wir haben jetzt einen Wald, wo echt nichts passiert ist. Und hier ist ein Speicherpunkt, ja super. Die Außenwelt. ジージの領域をこんじのくなった。森を出たからな。いよいよここからが冒険の本番だね。ああ。まずアリーシャを見つけて狙われてることを伝えよう。で、狙ってる狐男とも、やっつける。今日までの戦いは、なるべく避けるべきだ。でも、マイセンの仇を討ちたいのを僕も言いました。だが、汚れをどうにもできない僕たちは、奴を倒せない。それどころか、 Na gut. Kommen deswegen keine Monster? Also normale Viecher müssten doch eigentlich kommen. Die halten sich ja echt zurück hier. Na gut. Der letzte Part kam mir immer noch ein bisschen verpixelt vor. Ich weiß nicht, ob ich mir halt einbilde. Mikleo, komm mal her. Sich mal so bestaunen, ob du verpixelt bist, aber ich glaube nicht. Mikleo, mein Mund ist trocken und ich habe Gänsehaut. Es ist also das Unterland. Was für ein Anblick und diese Geräusche. Wirklich wunderbar. Wunderbar. Das liegt nicht irgendwie mit dem Schwierigkeitsgrad zusammen, ne? Auch schwer. Und weiter runter gehe ich nicht. Was haben wir denn hier alles? Da müssen wir hin. Da ist ein Gebiet und meine Güte, ist das riesig. Ja, hier mit Xillia vergleicht, ne? Gegner, Gegner! Kommt ihr her! Drei Schlangen. Ein kleines Ziel mit so, okay. Ja, wenn man eins gedrückt hält. Was? Wenn man R1 gedrückt hält und den linken Analogstick bewegt, kann man das Ziel wechseln, ja. Messen so oft wie möglich Techniken einsetzen. Ich kann es ja ohne TP oder so einsetzen, also werde ich es auch machen. Wow. Gut geschossen, Mikleo. Verdammt, ich drücke mal irgendwo anders im Kreis. Da macht er den Angriff natürlich nicht. Wechsel des Steuerungsmodus. Okay, select um den Steuerungsmodus der gesteuerten Figur anzeigen zu lassen. Ja, manuell. Ich spiele auf manuell. Denken wir, das sind Helions? Stimmt, die waren ja nicht außerhalb ihres Dorfes. Für die ist wahrscheinlich alles ein Helion, ne? Warte mal, ich werde vielleicht gucken, ob ich hier irgendwie Ort oder so erkunden muss. Sie haben ein bisschen mehr drauf achten. Da ist jetzt nicht mehr so linear, also nicht linear wie in Graces, aber Gebiet eingeteilt mäßig. Es ist ja hier eine richtige Overworld, deswegen muss ich mal ein bisschen drauf achten. So, das ist doch verdächtig hier. Zentrale Seehafenhöhe, Aussichtsfelsen, Damensee, die Aquapolis. Pass auf den Aussichtsfelsen auf, wo du hintrittst.
Ein Fundstätte, natürlicher Ausblick. Cool. Die erste Reise ins Unterland. なんか空気も違う感じがする。小さな箱で起きても違う感覚だね。下界は汚れで満ちてるって話だったけど、なんか感じる？ミクリオ。それほど汚れてるって話もない。だよな。こんなに綺麗なんだし、見た目じゃ測れないものだろうが、今はこの景色を楽しむのも悪くない。ミクリオも下界初めてだもんな。ワクワクしてるんだろ？いいよ。そういうことにしても。 Sehr schön. Das ist ein Damensee. Okay. Ich habe AP bekommen. Die tun wir natürlich. Nein, doch. Bams. Oh, da hinten. Warum sollte ich nach vorne sprinten? Hallo? Da kann ich noch ein paar Mal einsetzen. Ja, SK Wiederherstellung mit raschen Ausweichen. Okay, das wird der Zeit kommen. Das ist ein Gegner. Knüppeln wir den. Erteile allen Befehl mit R. Okay. Befehle ich die ganze Gruppe mit R. Okay, das ist mal cool. Vorwärts stürmen, Angriff hat vor, ausschwärmen. Jeder Verbündete nimmt sich einen anderen Feind vor. Angriffe bündeln. Abwehr priorisieren, nur Abwehr wiederherstellen oder ausweichen. Vorwärts stürmen, Abwehr priorisieren. Oh, das war jetzt aber nicht ich. Okay, mach. So. Wir haben nur einen Typen hier, der noch was machen kann. Also brauchen wir jetzt nicht so darauf achten, habe ich dort Gefühl. Kannst du es wagen? Ah, komm, weich mal. Ah, hier geblieben. Ja, gut, wir können wieder kämpfen, ohne dass wir auf TP achten müssen. Eine Kampfaktion erlernen. Strategie. Führe die Verbündeten mit den Strategiemenü Aktionen, Basisanweisung, zum Beispiel Gegnerwahl, Taktik, bla 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 bla. Achso, das haben wir im Menü, glaube ich, ne? Ich bin nur auf sie losgegangen. Nein, ach, da steht sogar neu. Flugstabilisierung. Wenn du durch die Luft gesteuert wirst, nutze Firk, um sicher zu landen. Das ist doch mal geil. Nehmen wir mal das hier. Kann ich nicht. Stimmt. Ja, eine Sekunde oder länger ab, um das Wirkungspotenzial des nächsten Angriffes. Blablabla. Aber das sind alles so Sachen, die kriege ich so oder so. Irgendwann. Okay, machen wir erstmal so. So, die ganzen Sachen zu lernen ist ja auch nicht schlecht. Na gut, ich will ja mit mindestens ein paar der Damen so erreichen. Unsere erste Zivilisation ja finden. Wir nehmen natürlich jeden Gegner auf dem Weg mit. Weil das Spiel war so spärlich am Anfang mit den Zufallskämpfen, da kann jetzt ein bisschen aufgeholt werden. Und hier ist ein Monument, das gucken wir uns also erstmal an. Weisheit über Kämpfe, verborgene Arzt. Verborgene Arzt können die Kriegsarzt eines Feindes überwältigen. Wenn ein Feind eine Salve von Kriegsarzt auf dich niederprasseln lässt, versuche einen Gegenzug mit einer Salve verborgener Arzt. Andererseits dauert es länger, verborgene Arzt zu wirken. Sie brauchen mehr SK. Um sie vollkommen zu beherrschen, musst du dir genau überlegen, wann und wie du sie am besten einsetzen sollst. Ob in Kombos oder in anderen Situationen. So, jetzt haben wir wieder AP. Jetzt hätte ich gerne den einen Angriff hier. Wo ist es hier? So, wenn wir weggehauen werden, dass wir Viereck drücken und auf den Beinen landen. Das ist so, weiß ich nicht, Standard halt. Der ist auf uns zugekommen. Er viel zu viele Gegner. Kann ich leider jetzt nicht meine Aufladung machen. Ich kann nicht abwehren. Mit Leo. Ich gehe noch drauf, wenn das so weitergeht.
Warum kommen denn auch 4 Stück davon, hallo? Ich gehe gleich drauf. Hilfe! Nicht gut, Mikleo. Mikleo! Warum dauert das lange, bis ich ein Dings einsetzen kann? Das wird nicht gut ausgehen. Ja, Flucht kann ich, glaube ich. Rennt weg. Oh Gott. Hilfe. Ach, du hast dich wiederbelebt. Sehr gut. Ja. So, wir haben keine Apfelgummi mehr. Hilfe. War es der wievielte Kampf? Der dritte oder vierte? Und wir sind schon beinahe drauf gegangen. Da sind Schlangen, die kann ich fertig machen. Du kannst nun durch Drücken von R3 die Weltkarte auch außerhalb eines Kampfes ansehen. Du siehst dann. Okay, ich dachte, innerhalb eines Kampfes kann man eine Karte aufrufen. Du siehst dann Karteninformationen, wie welchen Feinden in welchem Gebiet vorkommen. Okay. So. Eine Schlange. Fällt auf Kurzschwerter, was? Sie sind Level 9. Oh mein Gott, sie kommen direkt auf uns zu. Duff. 4 Schlangen. Hilfe. Kommen hier viele Gegner. Ich muss ein bisschen leveln, habe ich so gefühlt. Wer schon vom Wölfen hier auf eine Phrase kriegen. Jetzt sollte ich auch mehr normalen Angriff einsetzen, also die eher. Drei Arten von Art. Kriegsverborgene und seraphische Art. Kriegsart stellen seraphische Art. Beim Wirken verborgener Art bringt dich Kriegsart dich zum Taumeln. Beim Wirken von seraphischen Art bringt dich verborgene Art dich zum Taumeln. Okay. Also hier die Kampfart mit Kreis, also die ich jetzt. Die waren ursprünglich auf X, ich habe sie aber auf Kreis gelegt. Das sind seraphische Arts, ne? Ne, verborgene Arts. Werde ich nie im Leben das auswendig lernen. Okay, wir sind schon hier in einer Stadt anscheinend. Weil die Musik anfängt. Plop. Ist ja nicht die aus dem Intro? Die rothaarige? Warum erinnert sie mich so stark an Leia? So, wäre nicht schlecht, wenn ihr irgendwie was zu verkaufen hättet. Was? Nein. Ich
Sehe ich das Messer von Alicia? Was? Hi. Okay, ich habe auch Angst vor Hunden, muss ich mal ganz ehrlich zugeben, vor sehr großen. アリーシャ姫はここを通って都に戻ったらしい。それにしても王家の物語か。まさかお姫様だったなんてね。姫が騎士。しかも遺跡に倒され。どんな事情か考えてもしょうがないよ。だね。あの狐男の町に入って彼女を狙ってるかもしれないし。早くアリーシャに知らせてあげなきゃ。 Meinst du? Ich möchte mich aber hier noch ein bisschen erkunden. Vor allem, ich sollte mal speichern. Ich habe jetzt seit der letzten Aufnahme nicht mehr gespeichert und irgendwann verrecke ich hier. Ich weiß es. Also ja, nicht sehr schön. Habe ich doch ein bisschen verschreckt hier in die letzte Folge, der letzte Kampf, der vorletzte Kampf. Ihr wisst schon, ihr wart dabei. So, aber wir hatten die Wahl, das Messer zu verkaufen, habe ich natürlich nicht gemacht. Also von Alicia, hallo, können euch einfach ihr Messer verkaufen. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn wir es verkauft hätten. Sie uns am böse gewesen wäre oder so. Stimmt, ne? So, Schlangen, kommt her. Mit Schlangen kann ich klarkommen. Oh nein, ein Wolf. Boah, das war gut. Vorsicht, übertreib dich mit Cleo. Wenn du Pause brauchst, dann lass das. Sehr gut. Ich glaube, den Rest des Parts werden wir ja noch kämpfen, wenn hier noch Gegner kommen. Ja, hoffe ich auch. Seraphische Art, die Figuren, die seraphische Artskreis nutzen, setzen Angriffe mit größerer Kraft und Reichweite ein als Kriegs- oder verborgene Art. Da müsste jetzt eigentlich ein X stehen, wenn ich da nicht geändert hätte, ne? Wenn du Kreis nach benötigter Werte hätte, hätte er, während du. Ja, okay, das ist genau wie ein Grace F. Man kann das nur gedrückt halten. Danach. Hilfe! Irgendwas sagt mir, wir können doch nicht da durch. Da stehen schon zwei Typen auf der Karte, habe ich das Gefühl. Ja. Oder noch mehr. Man muss ja jeder eigentlich mal den Betrieb versperren. Okay, wilde Tiere. Wir sind kurz vorm Level Up, das hätte ich noch gerne. Vielleicht schließt sich Alicia uns ja auch in Zukunft hier wieder an. Na, dann hätten wir vielleicht gegen die Wölfe eine Chance. Guck mal, Ausrüstung. Ich habe ja wieder hier so Ausrüstungskönnen bekommen. Das Schwert zum Beispiel. So, wann ist das denn gelernt? Nimm du die hier, weil die haben schon zwei Sterne. Können zwei, können eins. Wann lerne ich denn hier mal die Tiger Blade? Ja, wie ist das hier mit? Verteidigung plus vier. Kann aber ja nichts ändern oder so, ne? Die sind einfach da, also ja. Ja, eigentlich nicht so darauf achten. Jetzt kommen wir in die Stadtmusik, ne? Da geht's auch noch lang, oder? Ja, wir kommen von da, dann geht's da noch lang. Und da sieht's schon eher aus, als wäre das eine Sackgasse. Da steht auch niemand. Da ist eine Schlange, die machen wir fertig. Jetzt muss stärker werden.
Oh Gott, ein Wolf. Nein, da ist kein Wolf. Da ist ein Wolf. Zieh mal den wenig ab, ey. Aber das Spiel ist nicht allzu schwer. Xillia 2 war ja doch schon ganz schön heftig. Mann, hör auf. Nach dem vierten Angriff kann ich nichts mehr machen. Geh weg. Kannst dich ruhig heilen, wenn du willst, ne? Nein. Ja, seid ihr... ja, sehr gut. Ich kann aber nicht unendlich Angriffe erketten. Immer noch keine Blab. Mann, wie wenig Erfahrungspunkte kriegen wir denn? Da liegen wieder Kräuter. Soft Eis. Ganz viel Vanille. Es ist überraschend schwierig, sie in richtige Form zu bringen. Okay. Eisenkraut. Schmetterlinge prüfen. Wunderschöner Schmetterling. Wunderschöner Schmetterling. ヒメウスバシロチョンの仲間だろうか。こんな蝶初めて見た。当然だろ。下界は動物も植物も、いずちより、ずっと種類が多い。つまり、知らないものばかり。ワクワクするよな。忘れるなよ。同時に兵馬も多いってこと。兵馬か。じいじは、汚れに染まると、あらゆるものが兵馬になるって言ってたけど。この蝶、汚れれば、そうなんだ。 Ich habe also ein Auge auf dich, Schmetterling. Also, wenn du irgendwas Böses tust, wenn du, weiß ich nicht, in irgendwelche Häuser einbrichst oder so, ne, dann komme ich zu dir und dann komme ich. Und du willst es nicht haben, wenn ich komme. So, was haben wir denn noch hier? Wir haben einen Punkt nur. Ja, 73. Ja. Ich werde auf dieses Ding wahrscheinlich andauernd jetzt mal ein Auge haben. Aber naja. Monolith, Monolith, Monolith. Monopol, Monolith. Weisheiten über Kämpfe, bla bla bla. Wechsel der Grundsteuerung. Wenn du den Steuerungsmodus auf manuell stellst, kannst du aus beliebiger Entfernung angreifen. Ja. Muss jetzt nicht drauf eingegangen werden. Das heißt also, wenn ich jetzt Kreis drücke und weil ich meine Art einsetze, dann setzt er die auf der Stelle ein. Geht nicht dann erst näher an den Gegner ran und setzt das dann ein. Mag ich eigentlich nicht so diese Steuerung in, ich weiß, so standardmäßigen Tales of spielen, aber Grace F habe ich damit viel lieber gespielt, weil man eine bessere Kontrolle hat, finde ich jedenfalls. Welke Wien hangen. Ich habe jetzt hier nicht so ein Gebiet, wo ganz viele starke Gegner kommen. Ja, da sind neue Gegner. Oh Gott, hat mich das erschreckt. Level 13 und wir hauen ab. Ja. Jetzt wohl gerne, das wäre. So, wir hauen ab. Tschüss. Ja. Muss ja nicht zu neugierig sein, ne? Für Geld haben wir überhaupt. Null, geil. Wir kriegen von Gegnern kein Geld, was hat denn? Wie soll ich denn so an Geld kommen? Ich habe keine Apfelgummis mehr. Und gegen Gegner kann ich jetzt auch nicht kämpfen. Da ist eine Schlange. Ja, toll. Mikleo hat so gut wie gar nichts. Hier an Erfahrungspunkten und... ja. Obwohl, wenn er verreckt, kann ich den Trank des Lebens ansehen. Er hat da wieder ein bisschen AP. Also komm. So, wer ab? Heil ich am besten.
Er macht er manchmal automatisch. Ich bin halt nicht. Wenn ihr denkt, ich kann so stylisch ausweichen. Nein, Mikleo, wo bist du? Mann, geht weg von ihm. Er kommt nicht dazu zu zaubern. Das ist sehr gut. Ich spam jetzt hier ein bisschen. So, du bist auch weg. Können wir ein paar Kurzschwerter hinterlassen, wenn ihr wollt. Ja. So ist kommt Talente. So ist ein konventioneller Schwertkämpfer. Wenn X-Arts seine X-Arts sind schneller, sein Erfolg liegt in seinen Werte verstärkenden Effekten. Seine Kreisarts sind langsamer, aber wenn er sie einsetzt, bringen ihn feindliche Kriegsarts nicht zum Taumeln, weshalb Frontalangriffe möglich sind. Unser lieber Hirte führt eine Reihe von Elementen. Warum wird hier schon alles in den Tutorials gespoilert? Prüfe daher die Schwächen des Feindes. Es wurde schon gespoilert, der Hirte ist, weil aber ein bisschen offensichtlich ist. Weil, hallo. Obwohl, das Intro hat eigentlich schon gesagt, dass er ein Hirte wird, ne? Bevor das Intro kam. So, haben wir ein paar Orte erkundet. Ich hoffe, wir werden nicht gezwungen, das Messer zu verkaufen, weil ich möchte das nicht verkaufen. Na gut, dann würde ich den Part hier mal gerne beenden und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Cestiria, wo wir dann hoffentlich in Damensee reinkommen. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.